Hallo Freunde von World of Warships und ja, ihr seht es richtig. Willkommen zu Patch 0.6.3 mit der Hauptankündigung. Die Franzosen kommen. Einstieg natürlich, Tier 1, Ende Tier 10. Wir gehen sie einmal schnell durch. Das Tier 1 Schiff ist natürlich ziemlich schnell übersprungen. Tier 2 aus den 1903er Jahren. Dann kommt die, und ich maß mir nicht an, sie alle richtig auszusprechen, Tier 3. Das erste Mal mit Torpedos und 139 Kanonen. Auf Tier 4 die Überraschung mit 4x255mm Kanonen und Tier 5 wird ebenfalls überraschen, 3x352er, ein leichter Rückschritt, das wird sehr interessant werden. Tier 6 sieht optisch gar nicht schlecht aus, immer noch 3x3er Anordnung von den 152ern, die Schiffe sind alle sehr hoch meiner Meinung nach. Auch hier der Tier 7 Kreuzer, ziemlich hoch im Wasser, die Zitadelle sieht man hier. Es ist okay, kommt darauf an, wie gut gepanzert das Teil ist, also generell nicht so gut. Deckpanzerung nicht vorhanden, wie man sieht. Ich mache das nur im Schnelldurchlauf, das könnt ihr dann bei Community-Kontributoren viel besser erkennen, in Farbe, vielleicht mit Werten und einer kleinen Schiffsvorstellung. Auch Tier 9 mit 203ern, alle mit Torpedos, Reichweite ist mir noch unbekannt, Schaden ist mir noch unbekannt. Auch die Reichweite der Schiffe ist mir noch unbekannt. Ihr seht es, ich sehe nur das, was ihr auch seht, wenn ihr das PTU herunterladet. Das, was ich aber sehe und mit Unmut bemerkt habe, ist, Wargaming hat uns versprochen, dass es niemals Kreuzer geben wird, auch nicht auf Tier 10, die ein höheres Kaliber als 203mm haben. Dann kam die Moskwa. Dann hat Wargaming gesagt, ey, das war die größte Änderung, 220mm, etwas Größeres wird es nicht mehr geben auf Tier 10. Und jetzt kommt 240mm. Von der Henry der Vierten. Ein idiotischer Name auf einem idiotischen Kreuzer. Wir werden sehen, wie das läuft. Er sieht stark gepanzert aus, so ähnlich wie die Moskwa, die sieht auch so gedrungen aus, ist aber riesig, also richtig hoch liegt er im Wasser. Der wird wahrscheinlich noch runterkommen und mir fehlt hier... Boah, die Zitadelle ist nicht so hoch. Naja, als Vergleich nehmen wir uns den Deutschen, die Hindenburg. Ihr seht es hier, die Zitadelle ist natürlich niedriger um ein gutes Stück, aber das ganze Schiff liegt auch niedriger im Wasser. Die ganzen Franzosen wirken so, wie als gehören sie noch einen Meter unter Wasser. Aber mal schauen, was die Stärken und die Schwächen sind. Ich habe gehört, Motorboost könnte es sein und, da, und sie sind zusätzlich nicht schlecht gepanzert, wie das ins Spiel passt. Was ich auf jeden Fall hasse, sind noch mehr Torpedos. Sei es nur auf 6 Kilometer, wahrscheinlich sind es mehr. Das macht das Spiel nicht unbedingt besser. Die meiner Meinung nach zweitwichtigste Änderung ist die Abschaffung des Stealth-Fires. Das hat im Forum hohe Wellen geschlagen, es wurde viel geweint, wenig gelacht, aber das ist immer so bei Änderungen. Das Forum wünscht sich Änderungen so sehr und dann doch nichts, aber das ist halt Wargaming-Style. Was die Änderung, also die Abschaffung des Stealth-Fires, noch mit sich gebracht hat, ist eine Erhöhung der Stock-Reichweite und eine Erhöhung mancher Schiffsreichweiten für Kanonen generell. Hier als Beispiel, die König, die hatte vorher 14,5 km Reichweite, nun erhöht auf 14,99 km, was hier mit 15 angezeigt wird. Sehr großen Einfluss wird das auf die Performance der Ishizuki haben, die wurde nämlich erhöht auf 15,3 km. Von ehemals 12,9 Kilometer, werde mit Freude das Schiff nochmal ausfahren. Vielleicht wird sie dann ja eine Nikolai. Wahrscheinlich nicht, aber sie wird auf jeden Fall viel mehr Spaß machen. Die Änderungen der Schiffe sind vielzählig, es ist eine ganze Seite. Von Weymouth, Umikaze, Chester, New Mexico, Mikasa, Omaha, Colorado, Minekaze, Hatsuharu, Kamikaze etc. Das müsst ihr euch leider selber im Forum ansehen, zu empfehlen der Fred. 0.6.3 Public Test Patch Notes, Englisch im deutschen Forum unter Gameplay, bitte schaut rein. Aber was bewirkt diese Änderung, die Abschaffung des Stealth-Fires nun genau? Nun ist es so, dass wenn man schießt, geht man immer so weit auf, wie die Reichweite der Waffen ist. Also Minimum. Minimum so weit, wie die Reichweite der Waffe ist. Das heißt, wenn zuerst eine Khabarovska 15,8 Kilometer geschossen hat, dann ist sie nur auf 13,6 Kilometer aufgegangen. Pauschal gesagt. Und jetzt geht sie aber auf die gesamte Schussreichweite 15,8 Kilometer auf. Ob es ein gratis Reskill geben wird von Wargaming für die Kapitäne, die jetzt natürlich nicht gerade nutzlos, aber doch anders geskillt werden könnten, ist mir nicht bekannt. Wenn nichts gesagt wird, heißt es meistens, leckt mich am Arsch.
Von daher tut mir leid für alle, die schon fertiges Geld haben. Die dritte große Änderung, die ganz wenige Spieler betreffen wird, aber dennoch wichtig ist, ist ein Rework der Flugzeugträger. Stufe 4 und Stufe 5 Flugzeugträger haben jetzt keinen Altangriff mehr, das heißt kein manuelles Droppen mehr, sondern nur noch den Autodrop. Das heißt, Ausweichen wird für alle Schiffe auf diesem Tier jetzt leichter möglich, was Torpedoangriffe und Bomberangriffe angeht. Einerseits zu begrüßen, da das Seal Clapping, also das Robbenklatschen, das Anfängerabschießen, das Stats Farmen in 4 und 5 jetzt abnehmen wird, denn vielen Flugzeugträgerfahrern wird das zuwider sein, ohne den manuellen Drop zu fahren. Zu bemängeln allerdings, dass man dann den manuellen Drop erst ab Tier 6 lernt oder Tier 7 wahrscheinlich dann sehr gut meistert. Von daher verschiebt sich der Flugzeugträger-Skill wieder auf ein höheres Tier. Auf jeden Fall noch zu erwähnen ist, dass das Gameplay verändert wurde. Man soll jetzt Flugzeugträger mit linker und rechter Maustaste only steuern können. Dafür geht er auf Einstellungen, von Einstellungen auf Steuerung. Und dann seht ihr hier Alternative Mouse Controls. Wenn ihr diesen aktiviert, dann könnt ihr mit linker und rechter Maustaste den Flugzeugträger steuern. Ansonsten wie gehabt mit der alten Steuerung. Und weil wir gerade schon hier sind, aktiviert den Haken Show Smokescreen Timer. Dieser zeigt euch nun nämlich an, wie lange eure Smoke noch dauert und wurde von einer Mod übernommen. Außerdem ist es nun möglich, den gesamten Gefechtschat vom Anfang bis zum Ende zu sehen. Er wird nämlich komplett gespeichert bis zum Ende des Spiels. Und jetzt mit 0.6.3 ist es endlich wieder möglich, Steuerungstasten wieder zuzuweisen. Ihr wisst, mit letzten Patch wurde das vorübergehend deaktiviert, um quasi das System zu überarbeiten. Das war schon alles für den Patch 0.6.3. Wie gesagt, das sind nicht endgültige Patch Notes, sondern vorübergehende. Es hieß ebenso, dass das Interface für CVs Richtung StarCraft überarbeitet werden sollte. Davon ist jetzt nichts mehr zu lesen, vielleicht in den kommenden Patches. Wir werden sehen. Ich danke fürs Zusehen und alle Angaben ohne Gewähr. Ciao.